Die traurige Geschichte von Junior Malanda. Malanda begann seine Profikarriere beim RSC Anderlecht. Sein Durchbruch kam jedoch, als er 2013 zum deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg wechselte. Seine physische Stärke, sein Einsatz und sein Teamgeist machten ihn bei Trainern, Mitspielern und Fans beliebt. Er war ein aufstrebender Star, der eine vielversprechende Karriere vor sich hatte. Doch dann kam es zu dem Moment, der alles verändern sollte. Junior Malanda ist mit zwei ehemaligen Mitspielern in einer regnerischen Nacht auf dem Weg zum Flughafen in Braunschweig, als dieser sich plötzlich abschnallte, um sich nach seinem Handykabel zu bücken. Genau in diesem Moment verlor der Fahrer des Wagens die Kontrolle über das Auto und krachte in einen Baum. Malanda wurde vom belgischen Nationaltrainer Marc Wilmots als eines der größten Talente des belgischen Fußballs bezeichnet. Aber wir werden niemals wissen, zu was dieser Junge alles imstande gewesen wäre. Rest in Peace, Junior Malanda.